Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Arthur, beim Clan Bettis. Ja, ich beginne heute mal mit einem CK-Angriff, ausnahmsweise mal von It's Ego, also von mir mit Hocks. Ihr seht das hier unten in der Leiste, ich habe 30 Hocks dabei. Den ersten gestern Abend oder heute Nacht habe ich gnadenlos mit 80% abgeräumt, mit einem Stern. War also nicht so gut. Mal gucken, ob mir dieser ein bisschen besser gelungen ist. Ich muss ihn einfach nochmal analysieren. Ich sehe den jetzt auch erst das zweite Mal und muss mal gucken, was hier eigentlich nicht so richtig gelaufen ist. Also hier so ein bisschen erstmal ein Funnel geschlagen mit einem Babydrachen, ein paar Magiern hier, die die Lager in jedem Fall räumen, damit mir die Helden nicht nach rechts und links abgleiten, denn die sollen natürlich so ein bisschen mit in die Mitte gehen. Der Minenwerfer hat geschossen, die Mauer habe ich in jedem Fall ganz gut aufgekriegt mit meinen Mauerbrechern. Und jetzt geht's hier rein in die Base. Meine Riesen erwischt es dann natürlich ganz, ganz bitter. Das ist nicht so schlimm. Das musste dann letztendlich der Dicke hier in der Mitte regeln. Aber die Riesen gehen auf jeden Fall noch. Ja, mit dem Golem halten die zumindest so ein bisschen den Single Inferno aus. Jetzt ist mein King schon in der Mitte. Und Warden habe ich allerdings schon gezündet. Ja, ich bin ja noch nervöser Elfer, als ich zünde den Warden relativ früh. Im Moment noch, aus welchem Grund auch immer. Ich habe natürlich Schiss, dass ich den Zeitpunkt irgendwie verdrücke. Und dann habe ich so ein bisschen versucht, hier Surgical in die Base reinzukommen. Also mit 30 6er Hawks. Ich habe sie ja noch nicht auf 7. Und konnte hier aber auf den 10er hier dippen. Und so ein bisschen haben wir uns im Moment eingeschossen hier mit Hawks, muss man so sagen. Ganz, ganz viele üben hier mit den Schweinereitern. Und ja, ich glaube, es ist mir noch ganz gut gelungen. Es muss jetzt natürlich unbedingt der Single Inferno fallen. Ah, der erwischt doch noch meinen King. Okay, aber jetzt ist er auch erstmal von den Hockreinern gemacht worden. Und jetzt, oh, das war so eine enge Kiste. Da habe ich auch gedacht, Alter Toto, was geht hier? Nicht noch so einen 80%igen hier. Nur weil die am Ende die Zeit fehlt. Und ihr könnt ja mal gucken, hier der Warden. Was macht denn der Warden da? Der Warden ist wahnsinnig, ja. Direkt neben dem Magierturm ist es natürlich eine Unterstützungseinheit. Das heißt, er unterstützt im Moment ja die Einheiten, die hier etwas kaputt nüppeln. Und das sind in seiner Range im Moment die Schweinereiter, aber trotzdem todesmutig. Todesmutig, der Kollege, kann man nicht anders sagen. Und jetzt machen aber endlich den Magierturm die letzten zwei verbleibenden Hocks. Okay, eine Minute noch Zeit und mein Cleanup, ja, sah gar nicht so schlecht aus. Ich habe zumindest mal wieder dran gedacht, dass ich ein paar Bubis mitnehme, zwei Lakaien, die sterben da oben allerdings gleich in der Luftbombe. Und dann nur zwei jämmerliche Hocks, also eine Falle hier außen und mein Cleanup ist hin. Zumindest auf der Seite hier, denn hier hatte ich wirklich nur den Warden und ich hatte die beiden Hockrider. Hier hinten mühen sich jetzt die Bogenschützinnen, die Gebäude hier wegzumachen. Die machen natürlich jetzt auch nicht massiv Schaden. Die drei machen hier in der Mitte den Goldsammler und oh, ich habe gedacht, nein, lass da bitte keine blöde Falle sein, irgend so eine Minibombe. Ich meine, die Hocks hier sind jetzt auch schon angeschlagen. Also, eieiei. Und immer noch diese Freiräume zwischen den Lagern und den Sammlern hier. Aber ich habe, ja, ihr seht es, ich habe Glück gehabt auch mit der Zeit. Also das war aber wirklich Zeit. Zwei Sekunden hatte ich noch. Zwei lächerliche Sekunden. Und dann wäre das ein 99% Two-Star gewesen. So ist es wenigstens ein Dreiständer geworden und ja, was liegt da nahe? Wir müssen die Hocks machen. Wir müssen die Hocks jetzt einfach mal hochkriegen und ihr seht hier, ich habe allerdings eine Drachenarmee ausgebildet. Warum habe ich eine Drachenarmee ausgebildet? Ich wollte gestern eigentlich zwei Max-Truppen auf einmal machen, deswegen heißt die Folge eigentlich auch so, denn ich wollte eigentlich die Drachen fertig machen, weil meine Heiler sind fertig geworden und die sind jetzt also auf Max-Level und ich hatte ja gesagt, ich stoße den Drachen an, der läuft jetzt schon fast 21 Stunden, stimmt gar nicht. Fast 14 Stunden und den wollte ich fertig machen mit dem Buch, gar kein Thema. Also haben wir gleich die Drachen auf 6, dann haben wir sie auch gleich hier in unserer Armee auf Max Level und ja, so wollte ich eigentlich jetzt mal losziehen mit der Bande hier und wollte als nächstes die Schweinereiter hier machen, allerdings ja, das bekannte Toto-Problem, ja, zu wenig Ressourcen, wir brauchen 1256. Mal sehen, ob wir uns die holen können hier. Hier unten muss ich gar nicht lange nach Ressourcen suchen, muss ich sagen. Denn ich bin hier natürlich in einer Range,
wo es viele Dead Bases gibt, also wirklich tote Bases, und wo ich mir jetzt hoffentlich mal so ein bisschen was wegziehen kann. Und ich will natürlich meine Max-Truppen hier einmal ausnutzen, oder wenn ich sogar zweimal ausnutzen, damit ich hier ein bisschen was reinhole. Und dann suchen wir uns auch schon, wir suchen uns einfach mal so einen fairen Gegner wie diesen hier, würde ich mal so sagen. Und mal sehen, mein Killsquad besteht ja jetzt nicht gerade so aus dieser Superarmee, aber mal sehen, ob wir nicht, da kommen wir nicht ran. Ich glaube, da kommen wir nicht dran, die Feger stehen einfach zu gut. Das lassen wir mal lieber, dann nehmen wir uns lieber ein bisschen was Einfacheres, nämlich diesen hier. Der kommt mir ja wie gerufen. Super Sache, 618.000 Gold, das brauche ich auch, denn ich kriege wieder einen Bauarbeiter frei in anderthalb Tagen oder so. Und da ist das natürlich eine super Base. Mal sehen, der hat die Feger da und da. Ja, da komme ich aber, da komme ich ja auch nicht dran. Ich denke mal, ich komme nicht an den Feger. Gucken wir einfach mal, wie sich hier die Fünferheiler schlagen. Und mein King muss hier jetzt so ein bisschen Killsquad spielen. Weil ich habe jetzt so, ich habe ja jetzt mal so gar nichts hier zum Reingehen, um irgendwo was zu clearen. Aber ich kann hier schon mal eine Luftabwehr machen und schon mal das Rathaus machen. Wenn ich allerdings jetzt hier einen Mauerbrecher losschicke, der wird gleich von dem Bogenturm gemacht. Okay, dann soll, vielleicht geht die Queen ja doch rein. Wäre gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen Gift habe ich auch dabei. Und egal welche Luftabwehr die jetzt macht hier, die soll in jedem Fall jetzt erstmal die Queen hier machen. Jawohl, das ist schon mal Geschichte hier. Und, das wäre natürlich super, wenn die ein bisschen weiter geht. Eieiei. Vielleicht springt die sogar. Na, könnte die springen? Ich nehme mal meinen King mit dazu, dass der hier ein bisschen außen aufräumt. Und, oh. Eieiei, oh, oh, oh. Verdammte Eieraxt. Das habe ich nicht gewollt. Scheiße. Das habe ich so nicht gewollt, dass da jetzt ausgerechnet ein Golem rauskommt. Oh, jetzt muss ich sie zünden. Ich muss sie einfach zünden. Da geht jetzt kein Weg mehr ran vorbei. Und kleiner Chaosangriff hier. Aber der Feger da ist weg. Deswegen kann ich jetzt, ich droppe hier mal meine restlichen oder überhaupt mal meine Loons und komme hier jetzt über die breite Flanke einfach mal rein. Oh, ich hab Glück. Mein Warden. Oh, so ein Mist. So, der Hund muss tanken hier. Eieiei, den habe ich ja mal so richtig verpeilt, den Angriff. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Wir ziehen hier einfach mal weiter rein hier mit den Drachen. Denn mein Warden steht auf, wie es sich gehört, auf Boden. Ich habe den Warden auch vergessen. Ist aber nicht so schlimm. Alles, was in der Range ist, ist trotzdem irgendwo so ein bisschen in Heilung. Und das muss ich mal gerade schauen. Ich glaube, wir nehmen mal hier den Fries. Ich habe mal einen Fries damit beigenommen. Und habe hier jetzt einen Clean-Up-Bogi, den nehme ich hier hinten am Lager. Ja, ich glaube, ich gehe ein bisschen näher rein. Die Base war jetzt auch nicht so super schwer, aber die Drachen gefallen mir eigentlich schon gut. Denn gerade wenn es darum geht, mal zwei Sterne auf einen starken Elfer zu holen, dann helfen die sicherlich. Und sie haben mir jetzt natürlich erstmal geholfen mit dem bisschen Bonus hier, dass ich meine Schweinereiter anstoßen kann. Das mache ich jetzt auch mal. So, wo sind sie? Hier sind sie. Sie laufen 14 Tage. Und jetzt muss ich natürlich ein bisschen Dunkles nachfahren, denn der nächste Clankrieg kommt bestimmt. Ich habe im Moment noch eine andere Truppe ausgebildet. Ihr seht das hier. Die Truppe, die ich gerade hatte, die kostet natürlich auch richtig Asche. 655.000. Aber es ist egal. Wir trainieren sie nochmal nach. Und ich würde sagen, ich lasse die erstmal laufen. Mache noch einen Farmangriff. Meine Helden brauchen jetzt auch noch ein bisschen, zumindest der King. Und dann sehen wir uns im zweiten Angriff gleich wieder. Und bevor wir den zweiten Angriff machen, hier gucken wir hier von unserer Nummer 1 auf die Nummer 7 noch einen CK-Angriff zwischendurch. Dient einfach so ein bisschen der Auflockerung. Irgendwie kommt mir der Name auch bekannt vor. Mastengo, den habe ich schon mal irgendwo gesehen, in irgendeinem anderen Clan. Ihr könnt euch sicherlich erinnern, dass wir den auch schon öfter mal gesehen haben und auch gehört haben. Und das ist natürlich der Mastengo, der aus dem Clan TW1 hier mit in den Clan Betes kam, also etwas später. Das hat einfach nicht den Grund, dass, wie ja viele heucheln und annehmen, er mir hinterher rennt oder so ein Mist, sondern er, es hat mal jemand den Schritt gewagt und ich wollte ihn schon länger wagen. So würde ich das mal, als sowas würde ich das eher bezeichnen. Und hat sich hier, glaube ich, gut eingelebt, hat jetzt ein CK leider aussetzen müssen, weil er ein bisschen spät hier reinkam, aber ich denke mal, der
Klankriegsangriff hier. Ist ihm ganz gut gelungen hier auf die Rathaus Elva Base, die natürlich nicht maxed out ist und der Mast ist das schon ein bisschen länger maxed out von Truppen und Helden her. Und wir scherzen dann immer, wenn Maste so schnell fertig ist mit dem nächsten Leveln, dass er jetzt auf 60er Helden wartet und dass es wieder ein paar Mauern gibt, aber hier mit drei Sprung richtig cool die Base hier durchjumpt. Also coole Sache hier. Dann ist man sich seiner Sache auch relativ sicher, wie man hier reinkommt. Und er hat ja noch reichlich jetzt an Truppen dabei. Ja, die Queen schafft den Tesla jetzt auch noch. Jetzt ist ja erstmal überhaupt keine Defense mehr für die da. Und solange wie die Hexen hier den punktuellen Schaden von dem Bogenschützenturm und auch die beiden Bogenschützenturm, die Kanone ist jetzt schon hin, hier halten, kann die Queen ganz gemütlich außen rumgehen. Klein Cleanup-Bogi noch dabei und dann ist das hier eigentlich gewesen mit der Base. Also schönes Ding hier vom Mustango auf die Nummer 7, auf den Prasu vom Clan Walking Dead und der CK ging auch, ich will mal nicht sagen relativ klar, aber er ging klar an uns über hier. Nur einfach mal so ein bisschen als Randinformation das Ganze aufzulockern hier. Ich suche sofort wieder, also mal ungeschnitten hier und ich brauche Dunkles. Ich brauche Dunkles und das ist der erste Klick hier gewesen. Und den muss ich einfach mitnehmen. Den muss ich einfach mitnehmen. Jetzt ist natürlich die Überlegung, was macht man? Da unten steht natürlich ein... Ja, das ist krass. Pass mal auf. Ah, da hatte ich Sorge, dass die den nicht packt. Da hatte ich jetzt echt mal Sorge, dass die den an der Stelle nicht packt. Und mal sehen, ob wir nicht mit unserem King hier wenigstens vielleicht den Adler holen oder so. Oh, das macht die Queen schon. Okay, das ist nicht schlecht. Dann jetzt habe ich natürlich alle vier Mauerbrecher verblasen. Dann würde ich sagen, wir nehmen hier mal den King mit rein, dass der den blöden Feger wegmacht. Und ich habe wieder vergessen, den Warden umzustellen. Ja, kriege auch die Krise bald. Naja, ich habe wieder vergessen, den Warden umzustellen. Und jetzt muss ich mal sehen, der eine Feger ist ja schon weg. Wir haben einen Hund in der Clanburg und ich würde sagen, wir nehmen den Hund auch. Ja, ich nehme die Drachen jetzt mal von hier, direkt hier drauf, auf die hier. Nehme die Clanburg hier mal mit rein, den Warden hier mit rein. Und dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht so ein bisschen über Ecke so ein bisschen was reißen können. Schauen wir mal, wie wir uns hier jetzt mit der Truppe hier schlagen. Jetzt muss ich ja, mein Warden ist natürlich jetzt schon super angeschlagen hier. Das ist ein bisschen Mist. Mein Sprungzauber habe ich an der Stelle nicht gebraucht. Die Queen muss ich allerdings jetzt so ein bisschen, ich lasse die einfach mal da springen. Ob die dann springt oder nicht, das sei mal dahingestellt. So, jetzt sind die alle in der Mitte. Ich habe noch so ein bisschen Wut zu verteilen für die Truppe hier. Das sieht noch ganz gut aus. Oh, mein Warden ist auch noch am Leben. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann wuten wir die nochmal durch und die hier nochmal durch. Die Queen schlägt sich eigentlich ganz gut dort. Und ich würde sagen, wir wuten hier nochmal die neuen Heiler durch. Mal sehen. 2 X-Bogen auf Level 3 gegen die Queen hier oben. Wir lassen die Drachen mal Drachen sein. Und das packt die Queen hier in jedem Fall. Super Sache. Ohne den Angriff jetzt echt großartig durchzuklicken. Der eine Drache fliegt jetzt in Skellies hinterher. Naja gut, aber trotzdem haben wir die Base hier gemacht, haben ganz nette Ressourcen geholt, vor allen Dingen wieder ein bisschen Elex reingeholt. Ihr habt ja gesehen, die Truppe hier ist echt teuer und ich werde die jetzt erstmal nicht mehr bauen, außer ich übe für ein CK, denn auch jetzt blieben ja wieder relativ viel über, aber die Defense war schon mal ein bisschen besser. Die Ressourcen hätten besser sein können, aber das Dunkle interessiert mich natürlich im Moment, denn das muss ran für den nächsten Helden und den nächsten Clan spielen. Ja, Supercell erinnert uns ja immer wieder daran, wann wir das Wochenende haben und wir haben das Wochenende in einem Tag 12 Stunden, dann gehen die Clan-Spiele wieder los. Ich hoffe, dass es wieder ein Buch gibt. Ich werde jetzt auf jeden Fall massiv hier das Dunkle reinfarmen und bilde dafür natürlich auch mal wieder diese Truppe hier aus. Elex spare ich im Moment mal nicht. Ich nehme mal immer so ein bisschen was mit, das verbrauche ich nicht wirklich, aber ich hoffe, die Folge hier vom Clan Bad Taste mit den Drachenangriffen und den Heilern haben euch gefallen und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Bleibt